Hallo. Hallo Lena. Hi. Du bist immer pünktlich auf die Minute. Heute bin ich früher von der Arbeit heim. Heute habe ich beschlossen, früher Schluss zu machen. Das ist doch eine gute Beschließung. Cool. Okay. Genau. Hast du schon mal irgendwelche Fragen, bevor wir anfangen? Das Thema heute ist, wie man in jeder Lebenssituation gesund sich ernähren kann, weil es gibt ja dann immer ja, gewisse Herausforderungen, zum Beispiel, wie du jetzt sagst, bei der Arbeit oder auch Alltag, wenn man Kinder hat, Familie, dann Dinge wie, wenn man verreist, im Hotel, wie macht man es im Restaurant? Hast du da irgendwelche ja, Situationen, die dir jetzt am schwersten fallen? Also, Also am schwersten ist wirklich dann für Reisen. ja. Ja, ich suche mir halt Hotels raus, wo es halt zumindest vegan anbieten oder wo das halt kein Problem ist. Aber es ist ja halt das schon teilweise schwierig, dass man vegan bestellt. Ja. Rohkost, das spricht ich gar Das, nicht an. Ja, also in der Arbeit ist eh kein Problem, da nehme ich mir das mit. Das passt Ja. ja alles. Wo es halt dann auch ist, wenn wir auswärts irgendwelche Termine haben von der Arbeit aus, dann wird natürlich auch ja normal zu Mittag gegessen. Dann, was bei mir dann eben nicht reinpasst, aber ich denke mal, Ja. wenn ich dann nichts sitze oder einfach nur dabei sitze und ja, aber das funktioniert grundsätzlich auch so, dass es halt zumindest eine vegane Variante gibt. Ja, okay. Ja, also bei mir ist auch Ja. so, dass ich finde, so Verreisen in Hotels finde ich auch das Schwierigste mit. Und Restaurant, ja, ist auch schwierig, aber habe ich inzwischen einige Lösungen gefunden, wie ich das immer mache. Und das würde ich gerne heute einfach mal mit euch teilen. Ja. Und sonst auch noch andere Tipps, die man auch zu Hause umsetzen kann, was Vorbereitung betrifft und so. Gut, dann werde ich wieder mal meinen Bildschirm freigeben. So. Siehst du das? Ja. Gut, also ich habe hier nochmal kurz zusammengefasst, was wir gerade besprochen haben, was die Herausforderungen sein können. Und mein erster Tipp ist auf jeden Fall auf Vorrat einkaufen, weil wenn man immer genug zu Hause hat, dann ist man auch nicht versucht, irgendwie was anderes zu essen. Also wirklich schauen, dass der Kühlschrank immer voll ist, weil es gibt diese Leute, die gehen immer jeden Tag einkaufen, genau das, was sie Ja. gerade essen wollen. Also für mich funktioniert das überhaupt nicht. Ich glaube, für dich auch nicht, oder? Ich glaube, du gehst auch regelmäßig auf den Markt oder so, hast du mal erzählt. Genau, jede Woche quasi Ja. wird da eingekauft. Aber ich habe dann auch so Anwandlungen, wo ich mir denke, okay, na, jetzt möchte ich das noch und das noch. Und das ist aber eigentlich ein Fehler. Wenn ich dann unter der Woche in ein Geschäft gehe, dann geht wieder was anderes mit, was ich eigentlich gar nicht Ja. essen will. Ja, das Ja. finde ich auch. Ja, gut, das ist ja halt nicht so tragisch, wenn man so die Basis wenigstens hat. Ja. Nur dass halt der Kühlschrank, bei manchen Leuten ist der wirklich komplett leergeräumt und dann ist ja klar, dass man irgendwie nicht weiß, wie soll man sich jetzt gesund ernähren. Deswegen, also das ist das Wichtigste, dass wirklich immer genug zu Hause ist. Und da kann es eben auch helfen, wenn man lokal irgendwie Gemüse- und Obsthändler findet, wo man dann auch gute Preise bekommt, Händlerpreise, dass man mit denen dann irgendwie auch Vereinbarungen hat, zum Beispiel, wenn man sagt, okay, ich kaufe jede Woche so und so viel Kisten Salat oder ich kaufe so und so viel Gurken ein, dass die auch wirklich schon wissen, okay, man kauft wirklich viel ab und dann machen die auch meistens gute Ja. Preise. Das ist natürlich in der Stadt schwieriger, wie wenn man jetzt irgendwie ländlich wohnt. Aber auch da ist es irgendwie möglich, denke ich, dass man da Marktstände und sowas findet. Genau. Und selbst in Also ich, Supermärkten, ja? nein, ich würde nur sagen, eigentlich gibt es in jeder Stadt auch so Bauernmärkte, also bei uns Genau, zumindest. ja. Selbst bei mir in Nürnberg, ich wohne direkt in der Altstadt, da ist alles voller Marktstände, also Ja. geht schon. Genau, und dann kann man auch direkt in Biomärkte und Supermarktketten sogar reingehen. Und wenn man mit denen spricht, dann machen die auch manchmal, also die können auch Sachen besorgen, die jetzt gar nicht so im Sortiment sind. Man kann zum Beispiel fragen, wenn man eine Kiste Sellerie jede Woche abkauft, dass die das dann für einen einkaufen. Das machen manche auch. Also das geht auch. Genau, also und dann kriegt man eventuell auch kistenweise, das ist alles günstiger. Und dann kommt es zum Lagern. Wo lagert man das Ganze, wenn man jetzt in einer Stadtwohnung wohnt oder ja, nicht so viel Platz hat? Also ich persönlich lagere das im Winter gern auf dem Balkon dann. Und ich habe tatsächlich zwei Kühlschränke. Also
Einen für Obst, einen für Gemüse und dann geht das schon. Also muss man gucken. Natürlich, wenn man jetzt irgendwie große Kellerräume noch hat oder so, kann man auch da noch Sachen lagern. Äpfel perfekt im Keller. Genau, aber sonst denke ich, da findet sich schon für jede Lösung. Dann Vorbereitung, dass man die Routine schafft. Das hatten wir auch schon letztes Mal oder vorletztes Mal besprochen, dass man eben wirklich schaut, dass man sich gut vorbereitet, dass man auch Meal Prep ein bisschen betreibt, weil ja, wieder das gleiche Spiel, wenn man nichts vorbereitet hat, dann ist es immer leichter, etwas zu essen, was man eigentlich nicht essen will. Also so im tiefsten Innern hat man ja immer seinen perfekten Plan, aber wenn der dann halt nicht klappt, nur weil man nicht vorbereitet ist, das ist natürlich schade. Und dann macht man Wenn es irgendein wieder. Schatz Hund durchkommt. Genau. Und dann macht man sich wieder Vorwürfe und bla bla und Stress. Und deswegen, das kann man, so Sachen, so Situationen kann man einfacher vermeiden, wenn man einfach vorbereitet ist. Genau, dazu brauche ich auch nicht mehr viel sagen, einfach vorbereitet sein. Dann, was ich auch immer cool finde, ist, wenn man gefrorenes Obst auf Vorrat hat. Also ich habe in der Gefriertruhe eigentlich immer, was ich habe, sind Beeren tiefgefroren, auch Bananen für ein Ice Cream oder Smoothies. Und dann noch, ja, je nachdem, was man halt möchte. Ich habe jetzt gerade Jackfruit eingefroren, weil ich so eine riesengroße hatte. Ich konnte die nicht alle essen. Und so Sachen. Also wenn man auch mal, dann, es kommt auch mal vor bei mir, dass ich wirklich zu viel einkaufe und dann friere ich es halt ein. Also das geht auch. Und dann hat man auch immer, auch wenn die frischen Sachen dann vielleicht mal noch nicht reif sind oder man hat vielleicht gerade keine reifen Bananen zu Hause, dann kann man immer noch die aus der Tiefkühltruhe nehmen. Genau, und hier ist es nur wichtig, darauf zu achten, dass man auch, wenn man Beeren und sowas kauft, oftmals ist da noch Süßstoff oder sowas dabei oder Fructose, dass man da halt schaut, dass es wirklich reines Obst ist oder man gefriert es halt selbst ein. Genau, dann Obst und Gemüse als Fastfood betrachten, ist mein nächster Tipp, um sich in jeder Situation gesund zu ernähren, weil Obst und Gemüse gibt es ja eigentlich überall. Selbst an Bahnhöfen kann man heutzutage irgendwie einen Apfel finden oder eine Banane oder irgendwas. Und wenn man halt wirklich kein richtiges Gericht, sage ich mal, oder eine richtige Mahlzeit findet irgendwo, wenn man unterwegs ist, dann kann man ja immer noch sich einfaches Obst kaufen oder Gemüse. Also man findet überall an jeder Ecke irgendwo einen Supermarkt, wo man einfach schnell eine Gurke und ein paar Bananen holen kann. Und deswegen eigentlich gibt es niemals Ausreden. Genau, und Datteln sind auch super, finde ich. Also die kann man ja auch überall mit hinnehmen, halten ewig. Und wenn halt wirklich, wenn es gar nichts gibt, dann isst man halt ein paar Datteln und die machen auch super satt. Genau, das wäre noch so die Option. Und wie gesagt, das ist wirklich Fast Food, weil schneller geht es wirklich nicht, wie in einen Apfel zu beißen. Also das ist für mich auch immer die perfekte Lösung, wenn ich auf Messen oder irgendwo unterwegs bin. Einfach Obst und ja, Gemüse so in der puren Form. Dann Einmachgläser und überhaupt Gläser und Boxen verwenden. Also wenn man sich, wie gesagt, schon Salatdressings oder sowas, Smoothies vorbereitet, dann ist es natürlich auch nochmal einfacher, sich in jeder Situation gesund zu ernähren, weil man dann einfach das parat hat und nicht mehr drüber nachdenken muss. So, dann letzter Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe, ist, dass man sich nicht stresst.